Hallo ihr Lieben, hier ist Jana von Janas Bastelwelt, heute mit einer kleinen Schatztruhe. Lässt sich so öffnen und so, und da drin sind dann zwei goldene Kugeln. Zeige ich euch jetzt einmal, wie das Ganze gebastelt wird. Dazu benötigen wir ein Stück Farbkarton. Ich habe jetzt hier Espresso mit den Maßen 14,8 x 12 cm. Der wird rundherum bei 3,5 cm gefalzt. Brauche ich auch gleich noch mal ein Lineal oder Geodreieck und einen Bleistift. Denn, jetzt muss ich noch ein bisschen was einzeichnen, auf der langen Seite, also hier habe ich jetzt die 14,8 cm, zeichne ich mir eine kleine Markierung, einen halben Zentimeter nach innen gesetzt von der Falzlinie. Also hier ist die Falzlinie. Ich hoffe, die kann man jetzt auf dem dunklen Karton recht gut sehen. Hier ist die Falzlinie, hier habe ich mir den halben Zentimeter markiert. Das mache ich auf der anderen Seite auch. Und zwar beide Male sozusagen nach innen. Und auf der gegenüberliegenden Seite genauso. So, jetzt lege ich mir die kurze Seite hier oben hin. Und da mache ich mir eine Markierung jeweils einen Zentimeter nach innen. Dann nehme ich mir hier einmal meine Stempel- und Perforiermatte, wie sie so schön heißt. Die kann man auch super nehmen, um zum Falzen nochmal drunter zu legen. Und mein Falzstift vom Simply Squad Falzbrett. Ansonsten ist ja auch an dem, wie heißt es denn jetzt hier? An dem, mir ist der Name entfallen, ist auf jeden Fall auch nochmal so ein Einsatz dran mit solchen Kugelaufsätzen zum Falzen. Ich falze damit besonders gerne. Und zwar mache ich das auf der kurzen Seite, wo ich den einen Zentimeter nach innen markiert habe, von dieser Markierung runter zu den sich hier kreuzenden Falzlinien. Hier genauso. Ja, dass das Ganze dann so ausschaut. Auf der gegenüberliegenden Seite mache ich das genauso. Auf der langen Seite nicht. Da wird das gleich weggeschnitten. Jetzt knicke ich mir die Falzlinien hier schon einmal nach. Das heißt, ich schneide jetzt hier so rechts von der Falzlinie, dass ich die hier weggeschnitten habe, damit das hier schöner aussieht. Und hier von dieser Markierung, diesem halben Zentimeter, den ich mir markiert habe, schneide ich jetzt zu den sich kreuzenden Falzlinien runter, dass die Ecke rausfällt. Hier genauso. Hier gerade schneiden. Und hier von der Markierung zu den sich kreuzenden Falzlinien runterschneiden. Das geht mit so einer langen Schere natürlich sehr gut. Ansonsten kann man sich natürlich auch mit Bleistift eine Hilfslinie ziehen. Dann knicke ich diese Falzlinien nach innen. Und dann kann ich das Ganze schon festkleben, denn diese kleinen Dreiecke hier sind jetzt meine Klebelaschen. Wird das jetzt hier bündig mit dieser Kante hier
geklebt. Das Ganze mit dem Falzbein auch von innen noch mal gut festdrücken. Dadurch habe ich das jetzt so schön leicht angeschrägt, wie man das ja auch hier sieht. So, die Box ist damit fertig. Jetzt brauche ich natürlich noch sozusagen die Hülle dazu. Dazu benötige ich Farbkarton mit den Maßen 7,9 x 26,1 cm. Der 1 mm extra ist wichtig, das seht ihr gleich warum. Und der wird jetzt bei 10,5 cm auf der langen Seite gefalzt. Und zwar von beiden Seiten. Das heißt, ich drehe den jetzt einmal um und falze nochmal bei 10,5 cm. Jetzt kann ich auch schon einmal nachknicken. Dadurch ergibt sich hier jetzt eine Lücke, die ein Hauch breiter ist als meine Box. Was nämlich wichtig ist, damit die zwischen diesen beiden Falzlinien sitzt und sich das noch gut rumschlagen lässt. Dafür ist dieser 1 mm mehr. Ansonsten wäre das Ganze zu stramm. So, damit das Ganze noch netter aussieht, habe ich die Ecken abgerundet. Hier an dieser Trio-Stanze ist hier einmal dieser Eckenabrunder dran. Da führe ich meinen Farbkarton so rein, dass der an beiden Seiten schön in dieser Führung sitzt. Nicht, ich übertreibe das jetzt ein bisschen, so versetzt. Dann hat man keine schöne Rundung, sondern dann haut einem das eine Ecke ins Papier, die man da nicht haben möchte. Wo ich die Stanze gerade schon zur Hand habe. So, nehme ich mir auch schon mein Designerpapier mit den Maßen 7,6 x 10,2 cm. Da habe ich zwei Stück von genommen. Ich überlege gerade, welche Seite ich nehme. Diese hier. Ja, ich nehme diese hier. Und auf der kurzen Seite stanze ich mir auch diese Rundungen an einer davon, nicht an beiden Seiten. Klebe ich jetzt allerdings noch nicht fest, da ich da gleich noch die Magnete drunter verstecken möchte, zumindest zwei Magnete. Ich klebe jetzt meine Box hier rein. Da kann man auch mal gut den Tombow nehmen, den hier reinstellen. Da einmal so drüber gehen, um das gut anzudrücken. So. Dann nehme ich mir immer mein Falzbein. Ziehe mir das Papier so ein bisschen darüber, um das schon mal vorzurunden. Dann lässt sich das gleich einfacher da rumbiegen. Und dann schlage ich das einmal hier rüber. Nicht zu doll, dass ich hier oben die Ecken nicht eindrücke. So ungefähr, ich sag mal, so ein halber Zentimeter nach unten Abstand. Also hier zu der... Ups, geht es noch nicht richtig. Schub. Zu der unteren Kante. Und das kommt dann hier so rüber. Auch wieder mit so einem kleinen Abstand nach da unten. Da die Box sehr auf Spannung steht, komme ich mit einem Magneten nicht aus. Das habe ich getestet. Sieht man hier bei meinem Prototypen. Da hatte ich hier erst nur einen Magneten kleben. Das ist der Karton ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Jetzt nehme ich zwei Magnete. Das sind so selbstklebende. Voilà, habe hier auch direkt beide zusammen. Die lasse ich auch zusammen erstmal. Klebt hier fest mit ausreichend Abstand zu den Rändern. Dann ziehe ich jetzt die Schutzfolien ab von dem jeweils anderen Magneten. Warte, ich lege mir das jetzt so rüber, wie ich das haben möchte. Lege das da drüber. Einmal gucken, dass hier die Kanten von dem Farbkarton bündig sind. So, festdrücken.
kann man hier auch mit dem Falzbein reingehen, um ein bisschen Gegendruck ausüben zu können. Und damit habe ich die Magnete jetzt an der Stelle, wo ich sie brauche, und die Verpackung kann halt gut schließen. Jetzt kann ich mein Designerpapier aufkleben. Ich kann mir es hier auch unten so an die Kante legen vom Tisch, damit ich das gut aufkleben kann. Oder halt vorsichtig so, ohne die Box zu zerdötschen. So. Das Designerpapier habe ich so bemessen, dass das hier an drei Seiten den gleichen Abstand hat und hier unten bündig mit der Kante abschließt. So, dann einmal die andere Seite. Ja, doch, habe ich richtig gemacht. Ich war jetzt gerade einmal kurz irritiert. So, hier ist jetzt wirklich wichtig, dass das Designerpapier gut klebt, weil die Magnete da ordentlich Zug drauf ausüben. Und sonst kann sich das hier schon am Anfang, wenn man das zu früh da zusammensetzt, schon fast wieder ablösen. So. Und voilà, ist die Box fast fertig. Ich finde, da fehlt natürlich noch so ein bisschen was. Ich habe jetzt eines von diesen Siegeln Blütensymphonie genommen. Die sind selbstklebend. Und setze das jetzt einfach hier mittig vorne auf die Box. Dann haben wir auch den schönen Goldton vom Inhalt sozusagen schon noch einmal aufgegriffen. Je nachdem, wie man das Designpapier schneidet, bei dieser Holzstruktur hat das eine andere Optik. Hier ist die Maserung jetzt horizontal. Hier habe ich es jetzt mal in die andere Richtung gemacht. Finde ich, hat auch was. Kann man also auch noch ein bisschen mit variieren und spielen. Ja, und voilà. Fertig ist so eine kleine Schatztruhe. Ich hoffe, euch gefällt die Idee. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!